Wie immer herzlich willkommen in meiner Küche. Heute mache ich mit euch schwedische Kartoffeln, eine ganz leckere Beilage zu Burgern oder Fleisch. Ihr braucht dazu Kartoffeln, Parmesan und Semmelbrösel, die ich mit Paprika und Salz würze, eine Auflaufform mit Butter ausgestrichen und dann kann es eigentlich schon losgehen. Als erstes schälen wir die Kartoffeln alle ab, dann werden sie halbiert. So, wenn jetzt die Kartoffeln alle von der Schale befreit sind, gibt es jetzt einen ganz einfachen Trick. Man halbiert die Kartoffeln, legt die auf den Löffel und schneidet praktisch immer nur dünn in Fächern ein bis zu dem Löffelrand, ohne sich zu schneiden. Dann die Kartoffel wenden und in die Auflaufform platzieren. Halten. Ein bisschen Übungssache, aber gelingt ganz gut. So, und das machen wir jetzt mit allen durch und setzen sie in die Auflaufform. So, die Kartoffeln werden jetzt mit zerlassener Butter bestrichen. Und dann habe ich hier Semmelbrösel, Parmesan, das ist jetzt so mein eigenes Ding. Nimm noch Salz und Paprika, vermisch das. Das wird jetzt über die Kartoffeln gestreut. So, die Kartoffeln kommen jetzt für gute 35 Minuten bei 175 Grad Umluft in den Backofen. So, ich wünsche euch guten Appetit mit unserem Crispy Chicken Burger. Der sieht doch lecker aus und dazu gibt es die schwedischen Kartoffeln vom Vorvideo. Guten Appetit!